So, what's up? Ja, wir hatten jetzt gerade eben schon eigentlich den Kampf gefunden. Okay, auf jeden Fall erstmal. Vierter Spieltag in PBL. Bevor ich jetzt anfange, irgendwas zu erklären. Kein Teambuilding war ich, war bis vor anderthalb Stunden noch auf dem Weg nach Hause vom Urlaub. Es tut mir leid. Deswegen möchte ich den Kampf jetzt recht kurzfristig machen. Wir haben jetzt hier gerade 10 vor 12. Und gerade eben hatte ich das Problem, dass mein Toketic im Team, was eigentlich Tailwind gehabt hätte, nicht legit war, weil Tailwind nicht legit ist. Und deswegen spiel jetzt Protect drauf. Jetzt bin ich geschaut, ob meine Strat aufgeht. Also wir haben ja auf jeden Fall Vula Ozu. Wir haben Duraludon, wir haben Britzige, wir haben Simsala, wir haben Servul, wir haben Raichu. Aufgrund dessen, dass ich keinen Bock auf Simsala plus Servul habe, gehe ich mit dem beiden in den Lead. Pack noch den Tantal in the Bag rein und da wir Tailwind auf Pilippa haben, gehe ich noch mit Electragon. So. Problem ist halt jetzt leider, dass Toketic jetzt nicht so der Komplett-Supporter für Electragon sein kann, der eigentlich geplant war, weil Tailwind plus rechte Hand auf Electragon ist lustig. Aber sollen sie sich kümmern, ändern kann man es eh nicht. Und ich hoffe, dass es ein guter Kampf wird und dass diesmal nicht irgendwas Randomes dazukommt wie letzte Woche gegen Kentakio, weil das hat mich mies abgefuckt. Ja. Okay, ich hoffe mal, dass diesmal der Vorspann nicht so mega lang wird wie die letzten Male. Okay, wird er nicht. 1,5 Minuten, das geht klar. Und dann würde ich sagen, good luck, have fun an den guten Pain und wir gehen rein. Vula Ozu und Simsala, okay. Okay, wir können halt mal anfangen. Ich gehe hier. Ne, nicht hier mit dem Gymnax. Ich gehe hier mit Orkan auf Vula Ozu und. Haben wir hier irgendwas zum Spezialangriff droppen oder zum Angriff droppen? Spezialverteidigung kann man theoretisch machen. Vielleicht kein Sandsturm. Spezialangriff kann man machen. Dann kann ich so. Mach ich so. Ich gehe. Nee. Und auch wir machen es einfach so, Orkan auf Vula Ozu und Dynamax, Aqua-Durchstoß auf Simsala. Ich kann noch rechtzeitig durch. Was geht in G-Max? Es ist Vula Ozu, okay. Geh konform mit. Gehe ich komplett konform mit. Ja, vielleicht doch lieber einen Tailwind rausholen sollen mit meinem Simsala, aber mit meinem Pilipper, aber das mache ich jetzt auch nicht so Sache. So. Hey, wait. Fuck. Junge, es ging doch nicht durch. Jetzt könnte jetzt der Loose werden im ersten Game, ne? Oh, geil. Oh, Vula Ozu ist fast down. Aber wir haben ihn verwirrt, wir haben ihn verwirrt, sehr gut. Was ist machen Simsala? Der macht Trick Room oder was? Ja, der macht Trick Room, okay. Der macht den Trick Room. Ich gehe in den Tantal. Ich gehe jetzt hier auf den Tailwind, während ich hier mit Body Press das Vula Ozu rausnehme. Ich soll der langsamste mit Tentantel sein auf dem Feld. Also nehme ich Tentantel und ich nehme Vula Ozu raus. Ist mir ja lieber. Fuck, ich bin behindert. Aber ich habe Body Press oder Eisenwalze gedrückt? Ich glaube, ich habe Body Press gedrückt, oder? Wenn ich Eisenwalze gedrückt habe, bin ich der größte Hurensohn in der ganzen Welt. Alte Weste. Seitentausch, okay. Okay, ist akzeptabel.
Hätte ich doch lieber Knockoff gedrückt. Ich hatte vor, Knockoff zu drücken. Tailwind kommt. Nicht mehr draußen haben. Schlag dich selbst, schlag dich selbst, schlag dich selbst. Ich wollte doch einmal Glück haben. Einmal. Einmal Glück haben, ey. Okay, aber das Ding ist down. Das ist schon mal sehr gut. Und Pilip hat noch nicht gefressen. Sehr nice. So. Ich sollte erstmal mein Elektrofeld raus. Aber ich schaue erstmal, was er jetzt geht. Das kann schon mal nicht. Das müsste wahrscheinlich eher defensiv sein. Ach fuck, warum bin ich auf Knockoff gegangen? Lectagon kommt und Duraludon kommt, okay. Ja, zu mir war er schon in der G-Max. Tailwind ist draußen. Ich gehe hier also einfach auf einen Abschlag auf Simsala und gehe auf Dynamax, Dyna-Abstoß auf Duraludon. Etoffeld kann ich hier noch nicht holen, ich habe das ist gerade. Ja, das war jetzt mies unlucky, der erste Kampf. Der war mies unlucky. Aber ich kann schon mal nebenbei aufschreiben. So, wir haben Simsala mit Seitentausch und Bizarro-Raum. Ich überlege gerade, hat das die Eisenkugel? Ich glaube ja. Aber ja langsamer als alles vorhin. Schutzschild, okay, ja, akzeptabel. Doldon, ja, okay, auch akzeptabel. Junge. Dude. Abschlag, okay, ja, ich hoffe, wir bei Doldon angreifen sollen. Wenn der Abschluss kommt, ist der Bizarro-Raum schon vorbei, das wäre sehr nice. Lass den Bizarro-Raum vorbei sein, bitte, bitte, bitte. Okay, er ist nicht vorbei. Scheiße. Vielleicht kann Pilipper ja mal wieder ein bisschen was mitnehmen. Oh, fuck. Erste Runde war unlucky, zweite Runde war einfach dämlich. Doldon geht raus, okay? Wait, aber sind. Jetzt mit der Double Flächenmacht hier. Ja, ja, okay, Psychosamen kommt. Und Flächenmacht, okay. Ja. Ich glaube, ich will einen Kill mit Pilipper bekommen. Weiß mal, wie der Zauberraum vorbei, ey. Bitte. Oh, ich halt das Sims natürlich dieses Bizarro-Service da. Und ich hab's nicht gemerkt. Weil der ist halt so slow, der Junge. Ich hätte auf die Boosts schauen müssen. Fuck. Ich bin so blind gerade schon wieder, ne? Ich bin so komplett blind. Duraludon hat Draco. Sehr wohl. Ne, das sind ja noch Flächenmacht. Sehr wohl auch Flächenmacht. Welches machen wir noch dabei? Oder wohl so. Ich
Und ja, haben wir nur die Dynafaust gesehen. So. Selbe Regeln. Okay. So, wie ist die Strat jetzt diesmal? Gehe ich mit Libelta. Libelta wäre jetzt gegen die Monster, die dabei waren, sehr gut gewesen, aber eher in der Hinterhand. Habe ich diesmal mit Libelta rein? Auf Libelta habe ich ja leider nicht den Dinger. Mist. Libelta, Tentantel, Lectragon, Pilippa. Ist die Choice. Ich hoffe, dass die Choice nicht wrong ist. War das hier der vierte Loser, oder? Ey, war das jetzt unlucky. Da wir haben ein bisschen weiblich. Wobei, er ist ja eh hier der Waifu-Hunter bei uns in der kleinen NPBL-Runde. Der gönnt sich die Asia-Chicks, der Boy. Einzige Hoffnung, wenn ich jetzt mit Libeltra im Lead bin, ist, dass... Aber ich hab theoretisch die Möglichkeit, es trotzdem zu umgehen, weil ich hab Tentantel dann. Tentantel hat die Eisenwalze, für die ich dann auf 1, 2 Ballmons drücken kann. Und im Nachhinein kann dann Libeltra wahrscheinlich mit der EV was leben und drücken. Sollte eigentlich funktionieren. Sollte. Betonung auf sollte. Halt schon Britzige, okay. Das ist machbar, das ist sehr machbar. Das ist sehr machbar. Holy shit, das ist machbar. Halt schon droppt schon mal First Turn, das ist sehr gut. Machen wir noch die Eisenwalze auf, witziger, dass schon mal das Feld weg ist. So. Ich zitter gerade so heftig, aber nur weil... Ich kann jetzt nicht mehr sagen, dass meine First Turn richtig gut aufgeht. Also ich hatte ein paar First Turns, die gut aufgegangen sind. Am Ende habe ich es trotzdem verloren. Überrumpler? Killt, oder? Killt nicht, scheiße. Schwächenschutz, what the fuck. Also wenn ich Schwächenschutz auf Raichu spiele, das Ding lebt nichts. Okay, ist machbar, ist sehr machbar. Ist sehr machbar. So, was kommt jetzt rein? Dalodon, maybe? Den könnte ich weghauen. Worauf ich ihn gerade nicht so... Also ich weiß nicht, ob er noch sein anderes Feld dabei hat. Das wäre irgendwie weird. Ich tippe jetzt mal auf Wolauzu, dass der reinkommt. Mir geht gerade so mies die Flatter. Vielleicht wäre es doch besser, wenn ich mit Earth Power auf Britzi gegangen wäre. Weil dann das Feld direkt komplett weg gewesen wäre. Und Raichu auch keinen Sweeter mehr bekommt. Aber, ja, kann man jetzt nicht machen. So, Wolauzu kommt. Die Beltra ist schneller, das weiß ich. So, und Feld ist weg. Und Lehmbrühe kommt. Fließlotze Genauigkeit. So, protecten und jetzt... Okay, ja. Geil. Hey, Genauigkeit. Lieben wir doch. Ich gehe dann jetzt... mit Erdkräfte auf Britziegel.
Und mit Body Press auf Voluso. Ich werde mit Voluso eh nichts tanken. Mit Tentate eh keinen Feuerschlag tanken, das weiß ich. Weil ich jetzt auch nur mit Earth Power Voluso angreifen können, aber. Ja, Voluso in die G-Max, okay. Ich habe noch Tailwind, Hurricane in der Hinterhand. Ich meine, jetzt nicht so, als würdest du ja auf Zauberraum rauslaufen, was sehr gut ist. Er hat Kräfte und Blitze gedroppt. Ich hasse es. Ich hasse es einfach nur noch. Ich hasse es. Wir hatten in dieser Liga hätte zwei Moves, die missen konnten. Und drei mit Kopfstoß von Kamallen gegen Herbie müsste es gewesen sein. Ey, ist lächerlich. Und Hochspannung kommt. Okay. Das wäre der erste Turn von Voluso, ne? Das war die erste Turn. Das mit dem Regen ist jetzt relativ egal, wenn er den jetzt wegmacht. Hier auf Rückenwind und hier gehe ich jetzt auf den Abschlag gegen Britziegel. Dieser fucking Earth Power Miss. Wichtigste ist, dass ich diese Runde mit. Ja, ich werde diese Runde mit Pilipp überleben. Was sehr wichtig ist. So. Rückenwind ist draußen. Elektrofeld kommt, okay. Passt, Pilipper lebt immer noch eine Runde. Also auch eine Runde mehr. Lettagon kommt. Und jetzt hätte ich gerne einen Drachen-Move. Wobei, killt der Arkan jetzt. Jetzt will ich auch auf Dampfwalze gehen. Will ich auf Dampfwalze gehen? Also, Hochspannung juckt Elektragon nicht. Und ich kann beide Mons hitten. Ich bin mit beiden Mons auch schneller. Ich gehe hier auf Dampfwalze. Einfach für den extra Chip auf Voluso. Ich hoffe nämlich, jetzt killt der Hurricane. Bitte kill, bitte kill. Bitte, 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 bitte. Pilipper. Nein! Ey, es ist so lächerlich! Es ist so lächerlich! Ja, und es ist so, alles rum. Geil. Ich misse jeden Scheiß. Jo, Leute. 04. Fühle ich. Bis nächste Woche. Ciao.